Willkommen zurück zu Schatten des Krieges. Wir sind dabei, unsere Burg wieder zurückzuholen, um jeden Preis. Beeindruckende Beute, dieser Drache. Mal sehen, wie viele du noch töten kannst. Schieße 3 Köder ab, um Drachen anzulocken. 3 Luftschleichtötungen. Okay, also Drachen anlocken ist mir neu. Das hatten wir bisher noch nicht gehabt. Macht das Ganze natürlich auch, oder? Doch noch ein bisschen lustiger. Das Dumme ist halt nur, diese Drachen, die nehmen sich dann auch gerne mich. Obwohl ich dafür gar nichts kann. Zum Glück bleibt es auch nur einer. So mit 2 Drachen gleichzeitig, das wäre schon ziemlich scheiße. So, brauchen wir noch einen Köder? Das ist nicht richtig! Drachen sollten die Eingeweide meiner Feinde fressen! Oh, wer bist du? Haben wir da vielleicht irgendwas zum Hochjagen? So wie das. Ach ja, so, dann können wir ein bisschen abwarten. Ich bin am überlegen, könnte ich auch Rauch rauslassen. Und der hat erstmal noch ein bisschen Spaß. Das finde ich doch schön. Nur soll er doch Spaß haben. So, was machen wir da? Viel Spaß mit Feuer! Die anderen Orks verspotten mich. Sie sagen, dass ich wegen der Zähne so komisch klinge. Aber diese Zähne bohren sich so gerne in Menschenfleisch. Ja, wie herrlich ist das denn? Geil. Finde ich geil. Das finde ich mal richtig geil. So. Was haltet ihr denn davon? Und... Kapeng! Na los, komm! Für so viel auf dich genommen. Und alles nur, damit ich dir die Eingeweide rausreißen kann. Naja, also irgendwie bezweifle ich das ganz groß. Abgesehen davon, so ein zweites Mal kann ich das noch machen. Oh, und jetzt bin ich erstmal weg. Haha, tschüss. Oh, er ist benommen. Cool! Naja, also an sich war ich ja noch damit beschäftigt, den Kerl halt ein bisschen anzugreifen. Ich finde es ja schön, dass ihr mich davon abhalten wollt, aber an sich ist es doch ein bisschen ärgerlich. Nein, bitte noch nicht. Ich hab da noch was anderes vor bis jetzt. Oh, scheiß Gift! Ich sollte hier mal schnellstmöglich erstmal weg. Wieso hat er wieder volles Leben? War er nicht wohin benommen durch Hinrichtung? Und der hat jetzt wieder volles Leben? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja!
Ich hatte den schon zur Hälfte weg. Ertönt durch Verrat. Das ist mir doch egal, ob er jetzt sauer durch Verrat ist oder nicht. Okay, gut, dann machen wir es anders. Ich steig mal kurz um. Ich muss mal kurz den Hammer rausholen. Hoppala, Entschuldigung, die ganze Segel. Attacke! Du sollst ihn auf die Mauer hauen, du Blödmann. Genau, das sollst du machen. Keine Ahnung wie, aber ich muss zusehen, dass ich den Stufen 50er da wegkriege. Ich glaube, das war das letzte Mal, als er sich da geholt hat, weil eben kriegen die beide keinen Schaden. Was nicht gerade sehr gut ist. Komm mal kurz her. Machen wir es mal so. Verloren. Ich schlitz jeden für dich auf. Das finde ich gut. Ach ja. Sehr schön. Leider. Er ist entsetzt. Und er ist tot. Das ging schnell. One-Hit-Wonder. Ja, das trifft es eigentlich relativ gut. Das heißt relativ. Sehr gut. Er war ein One-Hit. Ja, ist schon scheiße, wenn man einfach so ein bisschen entsetzt ist. Massaker vom Rücken der Reittiere aus. Na toll, ey. Oh. Dumme Orks. Sie sind kaum mehr als Zielübung für mich und Futter für mein Reittier. Na gut. Aber das Interessante ist halt, dass sie da nichts noch aufgenommen haben. Das finde ich ein bisschen schade sogar. Man hat ja die ganze Zeit immer als, naja, immer noch halt etwas Gesprochenes noch dabei. Von... Oh, nee, töten wollte ich den nicht. Das war ein bisschen doof. Machen wir es mal so. Komm mal her, Mieze. So, genau. Tötet 10 Feinde. Dann fangen wir doch mal an. 5 Konterangriffe? Warum sollte ich Konterangriffe machen? Konterangriffe sind mir scheißegal. Kann ich den Drachen holen? Das finde ich viel lustiger. Und wieso Konterangriffe? Los, komm her! Tschüss! Hoppala, da geht der Regen! Nummer 2.
Yep. Oh, Nummer 3. Da sagt er, ich muss einfach nur 10 Feinde töten. Na toll. Das muss auch so machen. Sollten jetzt automatisch ein paar mehr werden. Nicht? Warum nicht? Ich habe Feinde getötet. Maul. Schnauze mieten. So. Jetzt brauche ich noch irgendwo Pfeile wieder. Ich habe keine Pfeile mehr. Muss da irgendwo Pfeile geben. Hier in der Ecke gibt es Pfeile. Da oben. So lange dauert es, 10 Leute zu tun. Nein. So eine Scheiße aber auch. Na los, mit komm. Ihr wart zu früh da. Wer bist du denn? Okay. Auch gut. Blöde Sau. Patsch. Oh nein, ich hab ihn festgefriert. Ich brauche Pfeile. Wo habe ich Pfeile? Pfeile. Pfeile. Heile. Jetzt kann ich ein bisschen leben. Komm her. Ach, danke schön. Na, wo ist er? Enttäuschen. Wie wär's damit? Wenn du tot bist, behalte ich deine Augen, damit du mich immer sehen kannst. Ah, Frostfest. Ich will nicht so. Sprungblockade. Yeah.
Okay, gut. Dann müssen wir das ein klein wenig anders machen. Charakter, wo haben wir denn hier? Er ist frostfest. Was hältst du denn von Gift? Guck mal, was er davon hält. Ah ja, und ich muss noch mal kurz weg. Dankeschön. Du bist schuld! Blödmann! Ein Feind schlägt Alarm. Na toll, super. Ja, los, komm. Ja, genau. Ey, scheiße, diese dumme Schleicherei. Scheiß Buhlblockade. Toll. Dagegen ist er auch. Du hast gerufen, Herr. Ja, hab ich. Dezent. Ich habe dezent gerufen. Ich habe dezent geläutet. So, wo ist mein Pfeil? Ich brauche Pfeile. Ich brauche Pfeile. Ich brauche Pfeile. Und ich brauche Infos. Ich muss erstmal. Was ist das für ein Pisser? Wo ist der überhaupt? Wo ist der hin? Ach so, da weiß ich schon, Anfall ist für Schleichen, Furcht vor Graus. Ah, hätte ich das mal eher gewusst. Na, das kriegen wir doch hin. Er ist benommen. Los, komm. Ich hab was vor. Wo ist er? Ich wollte auf den aufsteigen. Aber gut. Machen wir's so. Nein? Okay, gut. Ich brauche Hilfe! Und Fallen sind deaktiviert. Sehr schön. Wieder einer weniger. Ja, du kriegst Hilfe. Du wirst bei mir nicht sterben. Aber es ist leider nicht. Ich habe leider nicht das hingekriegt, was ich machen wollte. Aber was soll's. Was soll's. So, wir brauchen zwei neue Kommandeure. Und die werden wir jetzt uns einfach mal holen. So, tschüss, ich brauche euch nicht mehr. Ihr könnt nach Hause. Oder wo ihr auch immer hin wollt. Viel Spaß dabei. So, ich brauche ein paar neue Leute hier drin. Und so wie es jetzt im Moment aussieht, könnte das sehr gut funktionieren. Los, komm hier mit. Dankeschön. Greifen wir an. Eigentlich müsste ich das gar nicht machen. Ha, ich bin nicht beeindruckt.
Oh oh. Ich kratz deine Innereien raus. Karago! Das ist nicht gut. Willst du was? Ja! Zeig mir deine Reifen! Komm, mach ihn fertig! Reite doch nicht so blöd durch die Gegend! Und schieß auch nicht in die Menge! Du sollst auf ihn schießen! Okay, er scheint gegen Feuer ein bisschen anfällig zu sein. Und jetzt ist er sauer, das ist nicht gut. Und er brennt. Und er vergiftet. Mit etwas Glück könnte sich das doch noch zu meinem Gunsten wenden. Einfach nur, weil er zu scheiße ist. Ja, das ist gut. Mach weiter so. Schieß. Nein, ihr solltet nicht brennen. Genau, ihr brennt beide. Ihr rennt beide brennt. Ja, Bubol, der Ausweicher ist leider verbrannt. Doof gelaufen. Damit ist die Infiltrierung erfolgreich. Dankeschön. Das, was ich machen werde, meine, wir haben jetzt so oder so schon 4 Leute drin. Und 2 Positionen sind dann noch offen. Ich werde die jetzt nicht besetzen. Das meine ich. Ich nehme jetzt die Bastion. Oder die. Ich wollte gerade sagen, jetzt springe ich in den Tod. Das wäre jetzt ja sehr interessant gewesen. Was ja eigentlich nicht passieren darf. Soll jetzt nicht heißen, dass es nicht interessant sein soll, sondern halt, man darf eigentlich nicht in den Tod springen. Obwohl, durch die Karte gefallen bin ich auch schon mal. Habe ich auch schon hingekriegt. Also von dem her, wundern würde es mich auch nicht, wenn das auch nochmal passiert. Ab. Raus. Versammeln wir unsere Horden. Es wird Zeit, zurückzuholen, was mir gehört. Und schon immer gehört hat und immer gehören wird, hoffe ich. Noch einmal möchte ich das nämlich nicht machen. Angriff. Ich habe da so eine kleine Rechnung offen. Da fällt mir gerade ein, bevor ich das mache. Ich muss noch mal kurz zurück. Ich muss noch mal was anderes machen. Ich brauche einen neuen Beschützer. Weil wenn ich mit dem haarigen Biest dann nachher reinstolziere und sage, hallo, da bin ich, dann braucht die schon irgendwas, was ein bisschen mehr an Level hat. Und vielleicht ein bisschen nicht so ganz anfällig ist. Wie sieht's mit dir aus? Er hat nur Furcht vor Hinrichtung. Na okay, gut, die kriegt er ja nicht von mir. Die kann er dann gerne haben. Dann bist du erstmal mein Leibwächter. Du hast nämlich, genau, du bist Bestienfutter. Das muss nicht sein. Du kannst später vielleicht ein eigener, mit halt hier, helfen mit Verteidigen und sowas. Das können wir gerne machen. So. Belagerungsverbesserung. Der Kriegsanführer. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Auch wenn der nichts kann, aber egal. Nummer 5. Und Nummer 6. Nummer 6. So, wir schalten noch etwas frei. Oh, sehe gerade nur 2500 Meridian. Das ist so gut wie nichts mehr. Inspirierender Banner jetzt hier schnelleres Einnehmen. Dann brauchen wir natürlich die Karabur Schützen, Kriegskrauk, ein Jägerhort. Nehmen wir den mit. Nein, wir nehmen wieder die Schildträger und die Olokais. Na dann. Holen wir es zurück. Das kann interessant werden.
Vor allen Dingen der Endkampf. Ich brauche dringend Stufen. So dringend brauche ich Level. Schleichen. Ja, scheiße. Bevor wir dich töten, ich danke dir, weil du Bestien fütterst. Erinnere mich dran, den Kopf des Oberherrn nicht aufzuspießen. Er ist zu hässlich. Selbst für mich. Mit dir lassen wir sie erst einmal den stinkenden Schrank wegschaufeln oder greifen wir an? Ups. Hoppala. Na sowas. Dann gib mal ein 1 durch. Punkt 1. Erobert. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen, Herr. Vielleicht kannst du das noch. Wo habe ich ihre Leichen gelassen? Zum nächsten Punkt. Er gehört mir. Haben die dumm aus der Wäsche geschaut? Sie konnten es nicht fassen, dass ich ihre Festung sabotiert habe. Auf zu Punkt 10. Der gehört mir. Funktioniert! Oh, ich liebe Verrat und Sabotage! Natürlich niemals gegen dich! Nein! Rollo, stark hoch! Punkt D! Auf zum letzten! Lass mich nicht vorbei! Bin schon drin! Der Plan ging auf! Mein Verrat wurde erst erkannt, als es schon zu spät war. Öffnet das Tor. Auf, Mann! Och, muss ich jetzt hier erstmal wirklich klettern? Ernsthaft? Dann so. Holen wir uns die letzten Punkte. Der Punkt gehört mir. Wo habe ich hier viele Kommandeure rumrennen? Sie haben das innere Tor. Komm mal her. Dankeschön. Da fliegt der Karagor. Juhu! Punkt erobert! Auf meiner! So. Ganz sicher nicht! Lauft! Warum ziehen sie sich jetzt alle zurück? Egal. Rein. Jetzt bist du dran.
Anbieter sterben. So sei es. Ich mach deinen Kopf zur Trophäe im Thronsaal. Ich merke gerade, dass Talion ziemlich ruhig geworden ist. Was ich ein Stück weit schade finde. Er ist beschusssicher. Gucken, wie sicher er gegen das dicke Vieh ist. Hoppala! Also ganz feuerfest scheint er nicht zu sein. Das kann jetzt natürlich sehr interessant werden. Wie sieht's mit Gift aus? Okay, also Gift mag er nicht. Und Feuer mag er auch nicht so wirklich. Was natürlich ein bisschen unvorteilhaft ist, wenn er hier in der Gegend ist und ziemlich viel Feuer ist. Aber gut, lassen wir das. Man kann ja nicht alles haben. Oh, nee, also Richtung. Feuerwerfen! Oh, er holt Verstärkung! Oh, Entschuldigung. Kann ich aufsitzen? Dankeschön! Nein! Hoppala! Ich werde nicht sagen, aber deine Leute fliegen eben so leicht in die Luft. Ich habe keine Ahnung warum. Du warst ja beschusslicher. Aber die können das hier machen. Und Peng! Bist du vergiftet? Nochmal! Wie, du ziehst dich zurück. Oh, das war knapp. Oh nein, er hat vergiftet. Das ist natürlich doof. So dumm, dass man sich hier nicht zurückziehen kann. Tja. Gebiet erobert. Level up! Fähigkeitspunkte erhalten. Ja, geil. Und was Legendäres. Wen holen wir uns jetzt als Oberherrn? Er ist Bestienfutter. Er hat Furcht vor Hinrichtung. Das ist ein bisschen unpraktisch. Er ist inflammbar, was auch nicht gerade sehr, okay, ist auch Bestienfutter, aber wisst ihr was? Machen wir das. Hauptsache, wir haben da jetzt erstmal oben wen drinnen stehen. Und damit haben wir eine fast komplett berittene Etappe abgeschlossen.
Oh. Nurn wird belagert. Okay. Wir sind hier erstmal fertig. Einen neuen Fähigkeitspunkt erhalten. Zweitens. Die Leute sind jetzt, oder ich kann jetzt meine Leute auf 48 hochziehen. Und es gab nochmal was Neues. Und ein neues Schwert vor allen Dingen. Stufe 48. Rekrutiere einen Ortsstufe des Wildschirms 55 plus, verringert die Abklingzeit von Reittierrufen. Chance, Gegner mit einem kritischen Treffer zu ver... Ja, bitte. Und das bei dem Level... Oder bei dem Schaden von dem Schwert, das ist schon nice. Wir sind hier durch. Vier Fähigkeitspunkte, die wir alle schön verteilen können. Den brauchen wir zwar nicht, aber egal, nehmen wir ihn einfach mal mit. So rein. Noch ein. Mit einem explodierenden Pfeil? Nee. Ein Fähigkeitspunkt haben wir noch. Was ist das? Ziele auf Morgai fliegen, Käfige oder Köder und drücke Dreieck, um sie ausgelöst zu werden, wenn sich ein Feind nähert. Hä? Das ist ein Giftrank. Verbesserte Infektion. Feinde, die aus Giftkrogfässern trinken, drehen durch und greifen jeden an, der in der Nähe ist, wodurch sie das Gift verbreiten. Funktioniert ja nicht immer. Verbesserung. Explosives Gift, das ist doch weitaus schöner. Fußsoldaten, die aus vergifteten Krogfässern trinken, explodieren und vergiften andere in der Nähe. Ja, das ist doch viel geiler als alles andere. So, damit haben wir das dann auch mal geklärt. Und jetzt können wir hier raus. Es geht woanders hin. Wir müssen nach Nurn. Und dort unsere Feste verteidigen. Unsere Feste verteidigen. Machen wir eine Schnellreise. Wie sieht denn hier eigentlich die Armee aus? Stufe 7, 46, 25, 42. Ich merke gerade, ich muss hier einiges tun. Ich muss hier, oh weia. Ja, ich muss hier einiges tun. Ich muss hier mehr als einiges tun. Die Leute haben alle kein Level. Oh scheiße. Ich muss aufrüsten. Ich muss hier wirklich aufrüsten. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das hier machen soll, aber warum bin ich da jetzt nicht hin? Ich muss dringend aufrüsten. Mehr als Training. Dringend. So, Schnellreise ab nach Nurn. Und das wird dann eine Stundenfolge wahrscheinlich. Also würde ich jetzt im ersten Moment so davon ausgehen, dass es eine Stunde dauern wird, um da vielleicht ein bisschen was reinzuhauen. Vor allen Dingen, ich muss mehr Verteidigung einrichten. Die Verteidigungseinrichtung muss ich dazu kaufen. Ansonsten wird das auch nichts werden. Aber gut, das wird sich dann noch zeigen. In diesem Sinne, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.